Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt um 4 Uhr nachts einfach Bock auf Pfannkuchen hat. Ich wollte jetzt gerade Pfannkuchen machen, auf einmal sehe ich, wir haben gar kein Mehl mehr. Alles klar? Okay, ich habe doch noch Mehl gefunden. Ich muss erst mal gucken, was ich jetzt alles für einen Pfannkuchen brauche. Pfannkuchen brauche. Also ich brauche 2 Eier, 200 Milliliter Milch, eine Prise Zucker. Eine Prise Zucker, Alter? Ich mache den erstmal einen halben Kilo drauf. Eine Prise Salz, 200 Gramm Mehl, 600 Milliliter Mineralwasser, Alter. Und das war's. Aber ich mache auf jeden Fall mehr als eine Prise Zucker rein. Was ist das denn, Alter? Ich mache sowieso nur 2-3 Stück, deshalb brauche ich jetzt nicht so viel Mengenangabe. Beziehungsweise, ich mache sowieso nur 2-3 Stück. Wow, mich sieht man voll. So, jetzt sieht man mich gar nicht. Alles klar. Ich mache jetzt 2-3 Stück und deshalb brauche ich jetzt nicht so viele. Ich mache sowieso nur 2-3 Stück und ich glaube nicht, dass ich dann so viel brauche. Ich nehme erstmal ein Ei. Dann nehme ich einfach den Rest von der Milch. Jetzt nehme ich einfach 2 Löffel Mehl. Ich habe da jetzt bei dem Rezept 2-3 Stück eingegeben, also hier 2-3 Pfannkuchen. Achtung mal, was da jetzt draufsteht. 0,29 Prise Zucker. Alles klar, Alter. Mach doch gar nicht rein. So, mach hier so Zucker rein. 0,29 Prise. Dann noch Salz. Und jetzt soll ich eiskalt Mineralwasser reintun. Ich habe noch nie Pfannkuchen mit Mineralwasser gemacht. Aber mal gucken. Boah, wie das aussieht, Alter. Ich habe noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl reingetan. Und jetzt würde ich die Dinger einfach nur färben. Ich habe jetzt nur Lebensmittelfarbe in Tube und Lebensmittelfarbe in Pulver und nicht flüssige Lebensmittelfarbe. Aber mal gucken, mit welchen Lebensmittelfarbe das am besten klappt. Ich würde so lachen jetzt, wenn meine Eltern einfach aufwachen. Ne? Ich habe jetzt die Tube und ich muss hier noch mit einem Messer oder mit einer Schere die Spitze hier aufschneiden. Also damit muss das auf jeden Fall funktionieren. Also ich glaube, das reicht. So, jetzt nur noch umrühren. Ich glaube, das ist jetzt blau genug. So, hier vorne ein bisschen Öl. So, ich glaube, ich kann jetzt. Oh, Scheiße, Alter. Ich versuche jetzt das Ganze umzudrehen. Ja. Ein bisschen verbrannt. Ich werde jetzt mal so einen Pfannkuchen probieren. Mega geil, Alter. Was für 0,29 Prise Zucker, Alter. Ich werde hier noch so ein paar Stück machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt fertig mit dem Pfannkuchen. So sehen die aus. Ich habe auch so große hinbekommen. Motherfucker. Wir haben einfach gleich in 5 Minuten schon 5 Uhr morgens. Und ich habe gleich Homeschooling und ich habe noch nicht gepennt. 6,5 Stunden später. Ich habe mir 2 Ersatzakkus für meine Kamera geholt. Und die Bestellung ist jetzt da. Ich muss jetzt zu so einem Amazon Locker oder so. So ein Amazon Schließfach laufen. Alles klar. Ich bin jetzt hier angekommen. Jetzt muss ich so einen Code eingeben. Alles klar. 1, 2, 3. Ich war gerade eben bei Edeka, also ich wollte mir Nudeln kaufen. Und dann war ich mit meinen Kopfhörern, ne, so am Musik hören, ich laufe so und so. Da kommt so eine Mitarbeiterin, schreibt mich so an, ich so, ich höre dir ja nicht. Ich so, was will die jetzt von mir, ne? Auf einmal, ich mache so die Kopfhörer ab, die so, ja, wir haben jetzt Feueralarm, bitte raus aus dem Laden. Und jetzt mache ich mir blaue Nudeln.
So, erstmal Prise Salz. Dann muss ich mir so eine neue Farbe kaufen. Ich glaube, die ist aber nicht so flüssig. Nee. So wie ein Wurm, Alter. Aber ich glaube, das wird schon blau. Nebenbei werde ich mir jetzt diese Muffins machen, aber in blau. Nur erstmal 100 ml Öl. Ich glaube, das müsste reichen. Jetzt noch zwei Eier. Ein bisschen umrühren. 125 ml Wasser. Jetzt kommt die Backmischung rein. Jetzt kommen die Schokoflocken rein. Ich werde jetzt diesen Teig aufteilen und in Blau färben, weil ich weiß nicht, ob meine Eltern diese Muffins in Blau essen wollen. Jetzt werde ich die blaue Farbe in den Teig reintun. Nudel Wasser ist am Kochen, jetzt tue ich die Nudeln rein. Ich hoffe, dass diese Nudeln jetzt einfach blau werden und nicht nur das Wasser. Ich habe jetzt einen blauen Teig, jetzt muss ich in die Muffin vorne reintun. Ich habe jetzt 5 Muffins in blau und 7 Muffins normal. Meine Nudeln sind jetzt fertig und die sehen irgendwie nicht blau aus. Die sehen einfach grün aus, aber ich versuche das jetzt irgendwie ein bisschen mehr blau zu machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Farbe reingetan. Ja, manche sind blau und manche sind einfach grün. Und dazu werde ich jetzt mal Powerade trinken. Meine Muffins sind jetzt fertig. Ich hoffe mal, die sind jetzt durch. So sehen die aus. Und meine Finger sind schon richtig blau geworden, Alter. Ist ja gar nicht heiß oder so. So sieht der Muffin aus. Der ist auch so richtig weich geworden, Alter. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf? Aber dieses Video handelt sich einfach nur darum, wie ich koche oder wie ich backe, Alter. Und nichts anderes. Ich werde jetzt erstmal noch Schlümpfe essen. Und so ein Dreh und Trink. Ja, einfach nur Zucker, Alter. Ich frage mich, was ich gleich mal essen soll. Wir haben gleich 18 Uhr. Das Teil schmeckt einfach nur nach Zuckerwasser, ohne Witz. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farben ich noch machen soll. Also zum Beispiel 24 Stunden lang rot essen oder gelb essen. Keine Ahnung, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe mir mal so eine Weltkarte als Sticker gekauft. Also fast die Hälfte habe ich schon hier draufgeklebt. Das ist so eine Folie und dann muss man das hier irgendwie draufkleben. So sieht die Folie aus. Die muss man halt zurechtschneiden und dann versuchen aufzukleben.
3 Uhr 28 Nacht. Damit würde ich sagen, das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonnieren könnt ihr mich auch. Schreibt mir in die Kommentare, welche Farben ich noch machen soll. Dann bis zum nächsten Mal.